Servus Leute, willkommen zurück bei, ich wollte gerade Ich sagen. bin der Mann! Ich bin der Mann! Ich bin's, Digga! Ich bin der Allerechte! Servus Leute, willkommen zurück bei Minecraft Ultra Hardcore, natürlich wieder mit dem Tim. Ja, moin Leute, Digga! Und ich habe gerade Motherfucking wieder ganze zwei Diamanten, wie es jetzt aussieht, und vier Goldschuhe gefunden auf einen Schlag, gleich nebeneinander. Köstlich! Und meine Spitzhacke ist kaputt. Geil! Jo, du hast auf jeden Fall was erreicht im Leben. So, sofort einen Ofen machen und da wird hier Ja, das bei der. sind wir besser froh, dass er Diamanten gefunden hat, weil, naja, wir werden es brauchen. Ich hab jetzt schon von der letzten Folge vier Diamanten, jetzt habe ich nochmal vielleicht höchstens ein paar köstliche. Boah, was mache ich in die Decke ganz schnell? Ich wollte gerade Kies sagen als Beispiel, das geht ja Oh, nicht. Digga, köstlich. Küss mich doch einer von oben. Gott, komm runter, sag mal, dass ich cool bin. Und hab nochmal Gold gefunden! Ich hab nochmal Gold gefunden, Digga! Ey Junge, was geht denn mit dir jetzt ab? Gleich schlage ich die Wand kaputt, Alter. Jetzt hat er eine gute Phase bekommen, der Kollege. Morgen kommt die Diss-Track gegen jeden YouTuber, der groß ist. Bin ich mal ganz froh, dass ich in das Interschema nicht hineinfalle. Sonst hätte ich jetzt Angst. Geil, Alter. Ich bleib ruhig. Mann, ey. Ich bleib ruhig einfach mal. So, das hier sieht alles scheiße aus wie Tims Gesicht. Und wieder nach der Quelle Gold. Ja, mal nach der Quelle. Ich hab wieder die ganze Spiegel zerstört. Wieder nach der Quelle. Und eins, zwei, drei, Alter, so kann er auch. vier, So kann er auch auf Späße fünf, reagieren. und wieder vier Diamanten. Und dann ist wieder Gold. Ey, ich hab doch richtig den Lauf, Alter. Markus, jetzt komm dann nach Deutschland und küss mir die verfickten Füße. Ey, Junge, was ist los mit dir? Hast du irgendwas Weiß ich nicht. genommen? Bin ja richtig krasser Ey, der hat doch Minecraft-Spieler geworden. irgendwas genommen. Der lutscht doch gerade irgendwas. Heimlich. Und ich habe glaube ich einen Spawner gefunden. Ach du Scheiße. Na okay, ich weiß, dass er sich, glaube ich, nur so jetzt gerade absichtlich nur spielt, aber trotzdem, das ist jetzt gerade etwas cringe. Nein. Soll ich das Screenshot checken? Auf Handy? Ja, okay. Passt schon. Ist schon Foto genug machen. für heute. So, ich baue gerade unsere Base auf jeden Fall krass um. Also, wenn du dann zurückkommst, du wirst diese Base nicht wiedererkennen. Jo, ich muss jetzt aber erstmal ein bisschen absperren, sonst ich von überall hier überrannt von Gegnerhorden. Jo, passt schon. Alles okay, Digga. Boah, Alter, und ich komme dann sofort nach oben, ihr sprintet wie, keine Ahnung, Juggernaut. Und bring die ganzen Sachen erstmal safe. Ich glaube, ich habe jetzt acht, ja, ich habe acht Diamanten und Lubik über den Stack die Eisen wieder und boah, Digga. Köstlich. Nee, der hat irgendwas genommen. Der hat irgendwas genommen. So eine Folge hat lange nicht mehr gehabt, dass ich in einer Höhle tonnenweise Gold und Diamanten gefunden habe. Alter, das hatte ich lange nicht mehr. Ich bin richtig so auf Das ist jetzt Entzugphase der Grund, gewesen. warum du so abgehst. Ja, ich habe jetzt über einen halben Stack, ja, fast schon mehr als Ja, einen Stack. okay, eigentlich sollte ich mich gar nicht beschweren, weil es ist ja cool, dass jemand abgeht und somit eigentlich ein bisschen Stimmung reinbringt, aber dass er jetzt so auf Ich Koks hab doch mal ist. Gold gefunden! Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Schon wieder neun. Ich werd, wenn jetzt dann hochkommt. Jetzt kommt er dann in der Folge noch hoch und dann denke ich so, so gibt das Gold und er so, ha, Prank verarscht. It's just a Hey. prank. Just a prank. Ich So, würd's ich dir habe jetzt echt. 37 Gold und fast. Oh, ich habe über ein Stack Eisen und 8 Diamanten. Und fast Yo! 2 und fast 3 Stacks Redstone. Nice. Nice, Digga. Also Redstone brauchen wir jetzt eher weniger, aber. Wer hat, der hat. Da baue ich auch gleich nochmal sowas hin. Bruchstein schaut eh scheiße aus. Und kannst du nicht bitte hier nach unten, Markus, komm bitte, komm mal bitte nach unten hier. Hier ist so viel, ich kann gar nicht so viel tragen, ey. Hier ist so viel. Danach haben sie die Minecraft-Spieler in Varo gesehen, wenn die so eine Höhle gefunden hätten. Einer, der wäre reich geworden. Alter, Der wäre. kannst du das bitte mal lassen, die Emotionen. Sorry, aber wenn du schon Emotionen fakest, dann mach's wenigstens vernünftig. Warte mal. Ist bei mir eine Todesmeldung gekommen? Ich wüsste es jetzt nicht.
Er ist gestorben, oder? Hä? Aber ich habe keine Todesmeldung gesehen. Wait. Ist er jetzt rausgeflogen oder was ist los? Ich habe nochmal Diamanten gefunden. Ich dachte jetzt gerade, du wärst gestorben. Dann hätte ich geschrien und wäre rausgegangen. Aber jetzt bin ich ja leise rausgegangen. Okay, wie mache ich das? Nicht jetzt gerade ernsthaft. Hier waren Diamanten, da waren Diamanten und hier waren Diamanten. Alle innerhalb von 10 Grad. Ah, ich lasse das da jetzt mal bleiben. Ich wollte gerade so ein Stockbett machen, wie es halt viele schon gemacht haben mal. Aber ich tue das jetzt nicht, weil sonst sterben wir an dem Tag. Ein Diamant. Es war wirklich nur ein Diamant gerade. Oh. Dann baue bis, okay. dann baue im Umkreis nochmal nach, weil meistens ist dort dann irgendwas. Also schau nochmal nach. Ja, mach ich gerade, warte. Immer, mach das immer. So. Hier sind ein bisschen mehr, Mann. Ich rieche sie doch schon. Ach, wirklich? Also ich rieche nichts, sorry. Alter, war der schlecht. Alter, war der schlecht. Ja komm, mach mal so eine kleine Unebenheit, dass das wenigstens noch ein bisschen nach was aussieht. Hey, ich höre hier unten ein Monster. Und es hört sich an wie eine Lohe. Nee, das kann nicht sein. Es hört sich an wie eine Lohe. No joke, Alter. Ja, dann rest in peace. Nein, jetzt wirklich kein Scherz. Es hört sich an wie eine Lohe. Dann rest in peace. Das kann ja gar nicht sein. Dann rest in peace noch einmal. Also, ich weiß ja nicht. Gibt's, warte mal, was ist denn eigentlich mit der Legende von Herobrine? Existiert das wirklich? Es ist ja Notch Bruder in Wirklichkeit. Vielleicht haben wir Notch Bruder. Ey, Junge, du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht irgendwas gesoffen hast. Hast du noch nichts von der Herobrine-Legende gehört? Ja, eh, aber du gehst trotzdem, du drehst gerade trotzdem voll auf. Und Labeshunden, und Labeshunden, und Labeshunden. Haben wir genug. Ja, okay, ich weiß, wie gesagt, ich bleibe jetzt einfach mal ruhig und spiele mal das Spiel mit, was er da macht. Wenn ich jetzt nochmal Diamanten finde, dann. Ja. Nein, nein, das ist fake, das ist doch fake, das ist doch fake. Tim ist so high. Ey, komm. Das ist doch fake, das kann mir keiner erzählen. Mann, ey. Junge, ich habe so oft auf der View schwule Welten gehabt, der kein bisschen Diamant war. Ich muss mich kurz einschalten. Wenn, dann meint er jetzt der Schwul nicht als Beleidigung gegenüber Homosexuelle. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt schwul im Gegensatz der Welten, dass sie nichts mehr bringen. Ich muss mich nur kurz einschalten, weil nicht, dass man falsch von uns denkt. Ja, nee, wir sind ja nicht gegen Schwule. Warte mal, ich habe eine Idee. Das mache ich jetzt, weil den Gang brauchen wir eh nicht mehr. Ey, ich raste dich aus, Alter. Ich raste dich aus. Gleich schlage ich die Wand kaputt. Gleich komme ich zum Wand und drücke den Mittelfinger durch die Tür. So wie er schon mal gemacht hat. Meine arme Tür. So wie er schon mal gemacht hat. Ja. So. Du jetzt hin zu den Diamanten. Dann flex ich die Diamanten weg. Dann flex mal schön. Und flex. Ey, diese Welt, diese Welt. Sei doch froh, dass da so viel ist. Ja, ich kann es nicht glauben. Ich kann es doch nicht glauben. Ich komm, jetzt kommt doch bestimmt irgendein Verarsche. Max, du hast doch die Welt manipuliert. Nee, ist ja meine Welt. Ich glaube eher, du kommst am Ende der Folge hoch und sagst wirklich so, it's a prank. Und ich habe Gold gefunden. Markus, komm doch runter, bitte. Komm doch bitte runter. Ich kann nicht alles mitnehmen, bitte. Das ist fake. Ich gehe nicht runter. Ich weiß ganz genau. Dann kriegst du halt nichts. Ja, ich nicht. Das ist meine Meinung. Du musst es sowieso gehen, weil sonst ist die Season beendet, wenn ich sterbe. Kriegst nichts. Nee, das ist so, sorry, aber du bist sorry, aber du bist viel zu auffällig. Das ich merke sowas. Nein, das... Okay, wenn du mir nicht glaubst, dann... Selbst schuld. Ja, dann bin ich jetzt selbst schuld. Diese Leute, so vertrauen wir uns gegenseitig. Er vertraut mir nicht mal mehr. Es hat nichts mit Vertrauen zu tun, aber ich merke, dass es geschauspielert ist. Nein, das finde ich nicht cool von dem Markus. Merke ich mir. Das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit Leon tatsächlich. Was er dann abzieht.
Nein, nein, das ist kein Scherz, wirklich kein Scherz. No joke. Du weißt, wenn ich Jokes mache, mache ich Ungarn und viele anfangen zu lachen. Ey, aber es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Er zieht sich ins Lächerliche schon, Minecraft. Mhm, auf jeden Fall. Ja, wie oft hattest du bitte schon in einem Ort, in einer Höhle, wirklich in einem Radius von vielleicht, kommen wir mal, sagen wir mal, nee, 20 Blöcken, gefühlte 15 Diamanten? Das weiß Sag ich mal. Nicht. Also ich noch nie. Oh fuck. Frisches. False. Und hier ist gerade irgendwie auch überall Lapis. Überall. Lal. Lal. Gut, dann können wir das zulassen. Ne, ich baue da auf jeden Fall auch noch was rüber. Brauche ich ganz schnell die Schaufel. Ne, ich bin gerade schön am Dekorieren von uns, von unserem Häuschen da unten. Ne? Wenn du dann oben bist, dann siehst du eh, was ich gebaut habe, okay? Ja, ja. Ja, ich komme auch gleich hoch, Alter. Ja, mach auf jeden also. Fall. Also solltest du mich nicht verarschen, dann... Krieg ein High Five von Markus. Nee, dann bin ich einfach froh, dass du es gefunden hast. Weil dann können wir mit dem wirklich... Wie viel hast denn du jetzt gesamt, wenn ich so nachdenke? Warte. Ich muss ein bisschen einbauen. Kann ich erstmal ein bisschen auch mein Inventar sortieren und nächste Pläne schmieden. Auf jeden Fall. So, dann lassen wir das hier so. Und erstmal Fackeln herstellen. So, ich habe jetzt insgesamt 9 Diamanten, aber ich muss die anderen Diamanten noch abbauen, weil ich bin jetzt noch nicht so weit unten gewesen. Bis jetzt habe ich 9 Diamanten, 41 Gold und fast über 2, also fast 2 Stacks jetzt Eisen. Ja. Eisen. Na, das werden wir dann gleich sehen, was wir damit machen. Gut, das lasse ich hier jetzt mal stehen. Da weiß ich noch nicht, was wir machen. Ich würde tatsächlich sagen, da hinten machen wir dann später den Zaubertisch hin. Boah, Mann, ist das verwirrend. Oh, fuck! Ja, okay, müssen wir trotzdem machen, ist egal. Warte, aber das könnte despawnen ganz schnell. Okay, schnell einsammeln. Uhuhu. Tim? Hm? Ich habe gerade unsere Kisten abgebaut, wollte ich nur so sagen. Warum? So, weil ich die jetzt neu sortiere. Also woanders, so. woanders hingebe. Man muss halt nur aufpassen, dass das Gold nicht despawnt und auch nicht das Eisen und alles. Ja, dann mach erstmal das. Save das erstmal, das ist wichtiger. Also. Ja, ich werfe jetzt alles mal rein, ganz schnell. Wo kam denn der Spinner jetzt her? Wie viel Herzenschaden? Gar nicht zum Glück. Der hat mich ja mega erschrocken. Ja, also sortieren überlasse ich dir dann später. Okay, sortieren überlasse ich dir dann später. Ja, ja. Alter, dass das jetzt auch schon wieder anfängt, das Thema mit, wir haben zu wenig Platz. Ein Luxus. Ja, Luxusproblem, auf jeden Fall. Ach, das ist doch so Risiko. Die Diamanten sind genau hinter der Lava. Und ich, also die sind um Lava umringt, aber sie sind nicht nebenan Lava. Wie soll ich es besser erklären? Die Erklärung ist wieder schwul. Mann, da habe ich eigentlich. Wie sonst auch immer. Komm, das nehmen wir als Deko, das nehmen wir auch als Deko. Ich bin so ein Deko-Fan, das wissen viele. Vor allem Tim. Jetzt komme ich an die Diamanten ran. Easy. Das war so ein schwules. Ach Mann, ey. Ich hab's aufgezeichnet. Das ist wichtig. 1, 2, 3. Wieder Tim, 4 Diamanten. Tim ist alles wieder. Auf der Aufnahme drauf. Du brauchst wieder dir 4. keine Markus. Sorgen machen. Ja, ja. Nimm das lieber auf. Wieder 4 Diamanten. Okay. Und hier sind nochmal Diamanten. Ja, moin, Digga. Muss einfach los. Muss einfach los. Wenn ich die Welt irgendwann später in. Wir haben ja in Revolution eigene Welten. Scheiße. Das hat er schon wieder vergessen. Das wäre jetzt gewesen, da hätten wir in Revolution später auch. 1, 2,
Da kommt drei, Spieze. Vier, fünf, sechs. Nochmal sechs Diamanten. Ich hab 19 Diamanten. 19 Diamanten, der. Muss los. Muss, Bruder. Muss los. Ja, dann lauf jetzt aber ganz schnell. So, jetzt muss ich nur mal legen, wo kam ich her? Wo war, ich hab ein Emerald von. Moin. Yay! Wird einfach. Ein Emerald! Nichts nützender Drecksding. Ja, naja, eigentlich schon, Drecksding. Aber wir brauchen erstmal ein Dorf. Erstens das. Ich habe jetzt das erste Weizen mal abgefarmt. 12 Stück. Noch ein Emerald. Ja, moin, noch ein Emerald, Digga. Ja, dann bist du jetzt aber in der Phase, da wo du halt nichts mehr finden wirst von. Nochmal. Und nochmal Gold. Jo. Die Höhle ist so matter. Hier sind so viele Schluchten und Höhlen und. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich habe wirklich in der. Habe ich ja irgendwann die Spritz bekommen in der Nacht. Weiß ich jetzt oder nicht. Du verarscht mich die ganze Zeit. Nochmal Diamanten. Das ist doch nicht normal. Eins. So, hier bauen wir dann später die Bücherregale drei, rein und dann können wir das so Diamanten. Lassen. Okay, Tim, die Base unten ist relativ jetzt fertig gebaut. Fürs Erste. Ich komme zurück. Ich hab einfach zu viel Schiss. Ich hab einfach viel zu Schiss. Viel zu viel Schiss. Ja, dann mach jetzt aber schnell. Besser. Dann mach jetzt aber echt schnell, komm. Ja, ich sprint jetzt. Oh, warte, ich habe eine Karte. Ich wär jetzt fast in die Lava gerannt. Der, das wäre es jetzt gewesen. Er wird noch reinfallen, sage ich. Nein, sei leise, bitte. Okay, du bist noch nah bei mir ran, aber bau dich einfach direkt hoch, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, okay? Ja, ich werde auch, wenn die Folge zu Ende wäre, laufe ich jetzt noch nach. Ja, mach oben. Echt schnell, komm, mach echt schnell, weil mein Speicherplatz geht dann aus. Wenn es sein muss, mache ich für dich extra heute eine längere Folge, damit wir das abschließen können in Ruhe. Ey, ich muss jetzt auch vorsichtig agieren. Also ich darf jetzt nicht zu überhastig irgendwo langrennen. Du wirst scherben, habe ich so ein Gefühl. Warte, ich muss überlegen, wo ist die nächste Facke? So, da, ich weiß jetzt nicht, was der Kompostierer genau bringt. Mir ist es auch egal, aber ich habe ihn einfach mal als Deko-Mittel genommen. Jetzt muss ich ihn nur schauen, wo ich ihn hinsetze. Tja, das ist eine gute Frage, Markus. Wo geht's weiter? Scheiße, Markus, mach doch mal. Ich weiß nicht, wo du hin willst, sorry. Nein, ich weiß nicht, wo ich langlaufen muss. Warte mal. Hier. Ja, ich hab den Weg schon gefunden, soweit ich glaube. Warte. Wait. Das geht auf jeden Fall. Jetzt habe ich einen Kompostierer hier, so das kleine Deko-Mittel und der Amboss. Nachdenken. Ja, warte mal. Ich weiß aber auch nicht. Wie war das? Eventuell ist es besser, wenn ich das freilasse sogar. Oh ja, hier war ich jetzt. Hier. Ich bin voll Idiot, ich habe die Werkbank nicht hingesetzt. Hier. Warte mal kurz. Warte. Ja. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin ein mega Zurückfinder. Ich bin durch Pferdenleser von meiner eigenen Pferde. Boah, sieht das scheiße aus, aber ich muss so lassen, weil ich sonst keine Idee habe. Was ist das? Ja, ich lasse das jetzt so, ist scheißegal. Oh, ich bin vor deiner Haustür. Oh mein Gott, oh ja. Ey, wo bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Macaroni, Lavatoni. Ich sehe dich aber nicht. Ja, ich komm doch gerade von da unten nach oben. Ach so. Bist du den tiefen Gang nach unten? Wie hier gerade. Ah, schau. Ah ja. Achso, den habe ich zugebaut. Warum hast du mir nicht mit Holz zugebastelt? Ja, weil da was anderes steht jetzt. Ich habe ja gesagt, ich baue hier was Schönes hin. Komm hoch da. Dann lass den Eingang, aber dann tritt ich nicht mehr zurück dahin. Nee, den Eingang habe ich extra weggebaut, aber gut, dann lassen wir ihn halt. So, wo hast du jetzt das? Warte. Das ist unser Ding jetzt. Ich habe ein bisschen Mühe gegeben. So, warte. Haben wir das jetzt hier? Haben wir das. Findest du es wenigstens schön? Du kennst mich ja. Ja, yeah, guck mal hier. Guck mal in die Truhe hier drin. Bist du drin in der Truhe? Ja. Er hat es tatsächlich gefarmt. Ich glaub's nicht. Er hat es echt gefarmt. Oder er hat sich kreativ gemacht und ich hab's nicht gemerkt. Ja, moin. So, aber, das mache ich in der nächsten Folge. Ich werde unten den Spawner nochmal gucken.
Da werde ich nochmal zwei Gold einfach mitnehmen. Das ist wirklich gut so, weil ich habe eh keinen Speicherplatz mehr. Also Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir bedanken uns herzlich fürs Zusehen. Boom. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da geht's dann richtig los. Ciao, Leute. Boom, ich bin der allerechte Tim. Das war unlustig, aber gut. Ciao. Naja.